Wurzel heiße ich, Sebastian Wurzel. Ich bin Country-Sänger. Das tut mir leid. Sie wurden von Feinherr nicht in seine Show eingeladen. Eine Show nennen Sie das? Diese wippenden Titten und Hinterteile. Der Kerl greift doch ständig zur untersten Schublade, wenn es um Einschaltquoten geht. Ich kann problemlos auch in einer anspruchsvollen Sendung auftreten. Und Feinherrs Produzent? He's dead. Der ist tot. Und Sie haben ihn umgebracht. Wissen Sie, was Kris Kristofferson einmal gesungen hat? If you don't like Hank Williams, you can kiss my ass. Was hat denn dieser Hank Williams mit dem Mord zu tun? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Kannten Sie Herrn Hugentobler, den Polizisten-Imitator? Der ist doch auch tot. Was soll das? Wollen Sie mich jetzt noch einen ganz Friedhof lang abfragen? Ich habe zu tun. Ich werde in einer Show dieses Holländers Dolly Parton imitieren. Finden Sie nicht auch, dass ich eine tolle Dolly abgebe? Es war zum Davonlaufen. Und das tat ich dann auch. Die nächste auf meiner Liste war eine Frau Kellerhaupt, die sich als Pantomimin einen recht zweifelhaften Ruf erworben hatte. Dieser Feinherr hatte es auf meine Tochter abgesehen. Aber dieser Kerl soll nicht glauben, dass ich es nötig habe, mich von ihm demütigen zu lassen. Kannten Sie seinen Produzenten? Nein, nicht persönlich. Ich erhielt eine Anfrage, ob ich bei der Show mitmachen wolle. Wie ein junges Talent sehen Sie aber nicht gerade aus. Ich habe die Pantomime revolutioniert. Meine Darstellung eines Freilandeiers beim Kochen hat für einiges Aufsehen gesorgt. Man hat mir den internationalen Durchbruch prophezeit. Und wissen Sie was? Nächste Woche habe ich tatsächlich einen Auftritt im Fernsehen von Burkina Faso. Toll! Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie für Ihr gekochtes Ei über Leichen gehen würden? Aber nicht doch. Ich habe zwar schon einmal die tote Monroe gespielt. Das war eindrücklich. Eine 8-stündige Pantomime, die mit einem Minimum an Bewegung auskam. Genau genommen habe ich mich keinen Zentimeter bewegt. Es fehlte nicht mehr viel und ich war bereit, mich freiwillig in die Klapsmühle oder Feinherrs Show einliefern zu lassen. Wobei ich mir das zweite wesentlich weniger lustig vorstellte. Ich nahm meine letzte Energie zusammen und besuchte die Clownin Lukovic. Sie ahnen es vielleicht schon, die Dame war alles andere als komisch. Feinherr. Interessiert mich nicht. Ich bin für die Manege geboren, nicht für das Fernsehen. Und wenn der Weg zur Manege über Feinherrs Show führt? Sie meinen wohl sein Bett. Das ist bekannt in der Branche. Aber ich mache mir nichts aus Männern. Sie würden Feinherr tatsächlich als Mann bezeichnen. Das ist doch immerhin bemerkenswert. Möchten Sie jetzt eine feministische Tirade hören? Nein, nein, danke. Davon kriege ich Sodbrennen. Wussten Sie übrigens, dass ich in einer Zeitung als poetisches Ereignis gefeiert wurde? Nein. Haben Sie etwa ein Gedicht geschrieben?